Okay, Mama. Okay, Flaggen bin ich besser als Landkarte. Ja, und Flaggen bin ich der Beste. Flaggen bin ich der Go. Okay, ist Malle, ist Malle. Ist Malle. Spanien. Ja. Diesmal haben wir nur 5 Sekunden Zeit. Hat die WM gewonnen? Hat Messi? Ja. Pizza! Ich sag jetzt einfach nur ein, zwei Wörter. Und ich dachte auch. Meisten WM-Siege, Neymar! Was soll die denn? Ich wollte schon wieder England erst sein. Nachnamen von Norwegen. One, zwei letzte zwei Chancen. Tacos. Richtig. Ich hoffe, ich mache es von diesem, ne? Mhm. Nördliches Land Europa. Nachbarn von Deutschland, unten liegt Zürich. Lass sie langsam. Und schneller werden. Hat 50 Sterne in der Flagge. USA. Ja, oder 49 oder so. Ronaldo. Ja, du hast das richtig auch angetrieben, aber ich so ungefähr zu. Döner, Erdbeben. Das ist total wichtig. Baguette, Eiffelturm. Richtig. Lewandowski. Die sind ja einfach noch, ne? Ja, was ist das? Tschechien. Nachbar von Tschechien wieder. Aber da muss ich sagen, Slowakei. Ja, fast. So muss das früher. Mama, denk mal an Bangkok. Denk mal an Asiatisch, Thailand. So wie Slowakei, doch ein bisschen anders geschrieben. So wenig. Krieg! Und nicht mit Russland! Israel, ja. Gleiche Fahnenflagge. Luxemburg. Mann, wo ist der Betrug?
Finale der WM. Bevölkerreichste Land der Welt, Indien. Ja, das ist es. Das ist ein Land in Südamerika, was so schräg runtergeht. Chile. Land, wo viele Deutsche und Türken leben. Hier waren wir. Du weißt ja gar nichts. Land, was als erstes auf der Welt war. Alter, Ägypten, du hast so ein Revi dich aufgepasst. Was hatten wir dritte Klasse? Versteht Kroatien gar nicht. Serbien. Gab damals ein Land, da war Slowakei drin. 1950, Tschechien. Ja, wie soll ich das erklären so schnell? Größtes Land der Welt. Krieg mit Ukraine. Putin. Ja, richtig. Ja. Afrika doch im Süden. Richtig. Sortierarbeit, das kann ich sagen. Was soll ich dazu sagen? Ich mag das ungern. Ungern. Was soll ich dazu sagen? Ich mag das ungern, dann soll ich das gleiche Frage wie Kolumbien und Ecuador. Venezuela. Ich würde sagen, brutalstes Land der Welt. Da sind viele Sterne. Was soll ich zu Bosnien sagen? Eine Beleidigung? Doch, da ist noch ein Mädchenname dahinter. Nigeria. Oh. Was soll ich dazu sagen? Das ist irgendwie Luxemburg. Hat eine Insel im Norden. Holland. Nachbarland von Deutschland. Ach, darf ich nicht sagen. Hat Steiermark. Steiermark. Österreich. Mama weiß nicht viel. Nein, weiß gar nichts. Krieg mit Russland! Ukraine. Oh mein Gott, hättest du das nicht gewusst. Da sieht übel aus bei dir. Über England. Schottland. hat die erste WM gewonnen. Boy. Russland doch eine Farbe davor. Weißrussland, Alter, du kannst ja gar nicht. da leben viele Streamer. Da kannst du nicht wissen, aber ich doof erklärt weiter. Okay. Da sind echt. Größte Insel größte Insel in der Karibik. Kuba. Kuba? Ja. Gleiches. Deckard Hussein Bolt. Jamaika, also ich kann's ja gar nichts. Wie viele Flaggen hast du richtig erraten? Ich hatte alle. Ich weiß. Nicht schlecht. Und das war. Nein, ich habe auch gar nicht gefunden. Ich kann das alles, ne? Das ist schon nicht schlecht. Hä? Das waren die einfachen. Alter. Das ist. Echt, das waren die einfachen? Ja. Krass, ne? Ja. Wenn da jetzt so Flaggen wie Guinea-Bissau oder so wären, hätte die auch gewusst. Ich kenne sogar, ich kann dir die Flagge von Sand, Kitts und Nevis jetzt sagen. Erst ist da so grün, dann ist da so ein schwarzer Strich, dann ist da so rot und in diesem roten sind so viele weiße Sterne. Habe ich noch nie gesehen. Ja, weil das Land auch übelst klein ist. Erst kommt die Königsflagge. Schwer, aber das war ja zu easy. Na, ja, so easy war das gar nicht. Was? Warum kommt das? Es regnet schon wieder. Ja, voll ätzend. Ja. Ja.
Es ist unmöglich, alle 20 Fragen zu erraten. Nein, das mache ich, das mache ich. Das schaffe ich auf Ansage, ich schaffe das. Auf Ansage, ich schaffe das. Oh. Ich schaffe das. Ich kann jede Pferde der Welt. Ja? Halt, ich bin nur schlecht im Irak, Syrien. Aber die sind da nicht drin, glaube ich. Nein, da ist vielleicht Ozeanien drin, dann bin ich am Arsch. Ozeanien kann ich nicht, aber sonst kann ich alles. Fast unmöglich. 8 Sekunden Zeit, 20 Flaggen. Ja, ich bin mal gespannt. Ozeanien kann ich nicht, aber sonst kann ich alles. Schätze mal, Mama kennt keine einzige davon. Ja, das ist ja wohl easy, ne? Was? Das ist, warte, das ist MNT. Nein, das ist oben. Warte, ich weiß. Bermuda, ich wollte das gerade sagen. Alter. Ich Bermuda. Dominika. Das ist Dominika. Das liegt in der Karibik. Das zweite in der Mitte oben. Das war ja wohl easy. Was? Belize. Das liegt in Mittelamerika. Rechts von Guatemala. Und oben ist Mexiko. Kannst du mal schön deinem Erdkundelehrer alles erzählen? Ja, warum? Der wird aber staunen. Ja, Burundi, das liegt in Afrika. Drüben ist Ruanda, da drüber ist Ruanda und die sind. Nein, doch, der kann das. Der kann das nicht. Doch, der hat mir gefragt, was die Hauptstadt von Nigeria ist. Das wusste ich selber nicht. Da hat er mir jetzt gesagt. Ja. Hat er allen gefragt. Mega. Das ist die Flagge von Grönland. Das ist eine Mischung aus der Polenflagge, doch mit dem Kreis. Das ist easy. Das ist Hongkong. Hongkong liegt in China, wird aber manchmal als Land angezeichnet. Das ist ein kritisches Land. Ja, es war noch kein Ozeanien, aber es könnte ein paar sein und dann bin ich am Arsch. Das ist Kap Verde, eine Insel in Afrika, Westen auf der Höhe von Senegal. Das ist Samoa, glaube ich. Morgen in Ozeanien, aber ich bin ja unsicher. Osttimor, nein. Was? Das liegt da. Oh. Das weiß ich. Ja, da bin ich raus. Das ist halt Ozeanien. Da bin ich raus. Kuba, du keine Ahnung, da bin ich raus. Ja. Ja, ich weiß, wo das liegt, aber Ozeanien bin ich raus. Das ist Mauretanien, das liegt in Afrika. Über Mauretanien liegt Klammer Marokko, man kann aber auch Westsahara sagen, aber dieses Land ist ebenfalls umstritten. Das weiß ich sogar. Ich glaube, das ist in Ozeanien, das ist Nauru. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Doch, es ist Nauru. Das ist Haiti, das liegt neben der Dominikanischen Republik, rechts ist Kuba und unten ist Honduras. Oder Jamaika. Dann kriegt ihr alle die Länder. Ich hätte noch keins bisher gewusst. Das ist Gambia, das ist in Senegal, westlich. Gambia ist, sieht aus wie eine Schlange, ist in Senegal und links ist Kap Verde. Du kannst ja vielleicht mal Erdkundelehrer werden, was? Ja. 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 Dieses Land sind zwei Inseln in Afrika. Rechts Äquatorial Guinea und dieses Land heißt Sao Tome und Principe. Alter, also nie gehört.
Quatsch, das hast du noch nie gehört. Das ist in Südafrika. Dieses Land heißt Eswatini. Es hat keine Nachbarländer außer Südafrika. Krass. Was? Ja, wenn jetzt noch einmal Ozeanien kommt, bin ich halt am Arm. Ich glaube, das ist in Ozeanien. Das sind die Französisch-Poly-Inseln. Hm. Noch nie gehört, ne? Französisch-Polynesien. Ja, die meine ich. Das ist in Ozeanien, müsste es sein, umstrittenes Land Guam. Das ist ebenfalls in Ozeanien. Das Land kommt, also erst kommt Papua-Neuguinea, dann Salomon und dann Vanuatu. Kennst du ja doch, weil ganz schön viele aus Ozeanien. Was ja, nur ein paar. Hier so aussehen wie aus. Ja, das ist in der Karibik. Dieses Land heißt St. Vincent und die Grenadinen. Ich habe zwei Fehler und die beiden Fehler. Nein, drei. Ja, das ist der vierte. Nein, vielleicht, aber das ist unrealistisch. Ist es amerikanisch Amor? Nein, noch nie gehört. Ja, zwei kann ich wussten und zwei sind, habe ich noch nie gehört. Also eins habe ich schon mal gehört, aber Rio, das habe ich nie gehört. Oh, das ist aber ganz schwach gewesen. Was? Ganz, ganz schwach. Ja, du wusstest nicht ein. Nicht schlecht. Woher weißt du das denn? Hast du das gelernt hier irgendwo? Ja. Historiografie von schwer. Nee, das war schon mega schwer. Da geht's ja gar nicht, ne? Ist so, ne? Ja. Sowas wird nicht mal auf dem Gymnasium 10. Klasse mit kann sowas. Kann ich jedes Land erkennen? Nee, sowas wollen wir nicht mehr, ne? Doch, einmal, das ist nee, das ist viel zu anstrengend. Nein, das ist gar nicht anstrengend. Ich spür jetzt mal Gitarre. Und